Hallo Leute und willkommen zurück bei Game with Germany. Ja, nach dieser 4 Wochen oder 5 Wochen lang internetlosen Pause, würde ich sagen, freue ich mich jetzt endlich wahnsinnig, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Und ja, ich kann eigentlich nicht beschreiben, was ein Gefühl das ist, endlich mal wieder dabei zu sein. Ja, es gibt viel zu besprechen, Leute. Ich werde heute aus diesem Video ein Special machen. 60 Minuten Uncharted habe ich mir vorgenommen. Für euch, als Wiedergutmachung quasi. Ja, ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal damit an. Mit dem Clan, ich glaube, das ist das wichtigste Thema. Ja, zum Clan, also, ihr wisst ja hoffentlich, dass ich einen Clan gegründet habe, der aber nur für 10 Leute bestimmt war. Und deswegen, was auch immer das jetzt so ein G-Lord ist, oh ne, okay, halt. Ach, Gaylord, oder was? Ja, okay, Jem, ich check's nicht ganz. Musst du mir mal privat erklären. Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Ne, hat er nicht. So, zum Clan. Es war ursprünglich nur für 10 Leute gedacht. Und weil Gisela von hinten, Superlatte und Tyson 09, also Jem, Till und ich, schon 3 sind und noch 7 dazu können, ist natürlich klar, dass jetzt nicht jeder von euch reinkommen kann. So ziemlich eigentlich nur 1/100 von euch kommt da rein. Und deswegen regt euch bitte nicht auf, wenn ihr nicht dabei seid und wenn wir auch eure Anfrage nicht beantwortet haben. Und apropos Anfrage, ihr sendet ja immer noch Anfragen. Ich konnte euch jetzt leider durch meine Videos nicht sagen, dass wir schon längst geschlossen haben, unsere Clan. Ich würde sagen, unser Clan-Casting schon fast ist das gewesen. Haben wir schon längst beendet. Das heißt, wir sind schon seit einem Monat oder so fertig und haben die Liste. Die Liste habe ich jetzt hier leider nicht. Ich weiß nämlich nur 7 Namen und dann fehlen mir die 3 und es wäre nämlich ziemlich peinlich, die 3 das wüssten. Deswegen werde ich das nächstes Video präsentieren. Und apropos Liste mit den Leuten, die drin sind, ich habe schon ein paar Clan-Faker gesehen, die, ja, ich würde sagen, kriegen ein paar aufs Maul. Also Leute, nehmt euch in Acht, wenn ihr mich trefft, deswegen ist es ein ziemlich großes Risiko, wenn ihr diesen Clan-Tag einfach reinmacht. Denn wenn ihr mich trifft, ja Leute, da gibt's Saures zu, da schiebe ich euch die Salzgurken in den Arsch. Das könnt ihr mir aber auch glauben. So, ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich jetzt nicht mehr so viel, dass ich mich jetzt, ja, nee, was laber ich da eigentlich gerade? Nochmal von vorne. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden mit dem Clan, dass ihr, wie gesagt, nochmal zur Zusammenfassung, ihr könnt nicht mehr beitreten, ihr könnt auch nicht darum winseln, das ist mir dem Schemen scheißegal. Und, ja, ich fände es auch toll, wenn ihr mich irgendwie faken würdet. Jo, übrigens, die Clan-Leute werden wahrscheinlich im nächsten Video dabei sein. Wahrscheinlich, ja. Das heißt nicht, dass es so ist, das heißt 50-50 Chance. Jo. So viel zum Clan. Nächstes Thema. Hier zur Kill Completation. Ich meine, bald ist wieder ein 500-Abo-Special. Und ich weiß, dass ich da eigentlich die Outtakes bringen wollte. Wahrscheinlich werde ich da die Kill Completation als Abo-Special bringen. Und dann nach die Outtakes. Ja. Wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht. Denn wenn ich jetzt hier auf mein Kino gehe, will ich euch gerne mal was zeigen. Ich habe jetzt hier von XD, Ogulkan XD. Ich hasse XD, Leute. Könnt ihr euch gleich mal abschminken. Wenn ihr euch XD nennt, mögt, mag ich euch schon mal nicht. Von XD, Ogulkan XD, habe ich das noch nicht angeguckt, weil es mir zu lang geht. 20 Minuten plündern. Ihr hättet die mir alle bearbeitet schicken sollen, weil das ist ein richtiger Gammel mit dem Spiel. Ich zeige euch jetzt mal was. Ich gehe auf Datei-Sharing. Habt ihr alle noch nicht annehmen können? Ich sage euch auch warum. Ich gehe jetzt mal hier auf Superman 112. Ich glaube, den habe ich mir schon notiert. Ich werde euch alle notieren müssen, weil ich kann sie nicht annehmen. Ich zeig's euch mal. Sorry, hier ist ein Five Not Alive drin. Okay, warum auch immer. Sorry, ich gehe jetzt hier drauf. Wow, viel passiert. Gehe ich auf Datei-Sharing. Hier ist es weg, aber nicht in meinen lokalen Dateien. Was mich ziemlich abgefuckt hat. Tja. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das lösen soll. Ich muss da noch irgendeine Lösung finden. Wahrscheinlich kann ich die Kill Completation nicht mal bis zum 500-Abo-Special fertig kriegen. Weil das Spiel natürlich wieder so verbuggt ist und mir den Anus lecken kann. So. Wie gesagt, Kill Completation, da müsst ihr lange noch drauf warten. Ihr seht ja gerade, ich muss gucken, was da für ein Scheiß los ist. Vielleicht hat einer eine Lösung, warum das nicht geht. Vielleicht muss ich auch das Video von Ogulkan löschen, dann kann er es mir nochmal schicken. Ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da eine Lösung habt. Und wenn nicht, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht eure Schuld. So. Ja, nächstes Thema. Also, zu meinen PSN-Freunden. Ich habe euch jetzt alle gelöscht. Vielleicht hat das einer mitbekommen. Es tut mir echt wahnsinnig leid, dass ich euch löschen musste, wie auch immer.
Es ist aber so, es geht nicht anders. Es ist nämlich total unfair gegenüber den anderen, die einfach mich 2 Tage nach euch entdeckt haben. Oder eine Woche nach euch. Für die ist es total unfair, dass ich mit euch in der Freundesliste habe. Und es ist auch für mich total schwierig, einen Überblick zu behalten, dass, wenn ihr mich hier einladet ohne Ende und sowas, wisst ihr, was ich meine? Es tut mir echt leid, aber es muss sein. Ich kann euch einfach nicht behalten in meiner Freundesliste. Und ich habe das jetzt alles gemacht und ein paar von euch behalten, und zwar die, die wirklich mit mir viel zu tun hatten und mit denen ich auch mich gut verstanden habe, die ich aber auch schon länger kenne. Die Leute, die mich erst mit meinen Videos kennen und überhaupt nicht mit mir gespielt haben oder nur ganz wenig oder fast überhaupt nicht, ja, mit denen ich mich trotzdem gut verstanden habe, aber jetzt irgendwie, ja, wisst ihr, was ich meine? Die muss ich löschen, ja. Zum Beispiel jetzt hier kriege ich eine Einladung von jemandem, aber der ist in meinem Clan, das ist wieder was anderes. Und ich habe euch was zum Clan gesagt, die muss ich natürlich in meinem Dings behalten, in meiner Freundesliste. Und die ich persönlich kenne auch. Und die, mit denen ich schon jahrelang zocke, oder monatelang, natürlich mit denen auch. Ja. Ich kann nicht mehr sagen, als tut mir leid, Leute, und ich weiß, es gibt ein paar von euch, die habe ich auf Facebook oder auf Skype, und ja, ihr könnt mit mir gerne in Skype mit mir in Kontakt treten und da mit mir mal skypen. Wenn ich werde wirklich mal mit euch in einer Gruppe skypen können oder so, ja? Also, wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr habt Skype. Und wenn nicht, dann macht euch Skype. Das wäre die einzige Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu bleiben. Und wenn, es tut mir echt leid, dass ich auf PSN nicht mehr mit euch befreundet sein kann. Hättet scheiß PSN nicht diese 100-Freunde-Begrenzung, dann wäre das nicht so. Beschwert euch gern bei denen, aber ich kann leider nichts dran ändern und es ist einfach scheiß unfair für die anderen. Und es ist auch total nervig, wenn mich 1000 Leute einladen. Ich habe es auch euch oft gesagt, ich werde euch löschen, bald. Ich habe euch darauf einstellen lassen. Ihr habt euch darauf einstellen auch müssen. Und ich habe euch nicht gesagt genau, wann es kommt, aber ich habe euch gesagt, es kommt. Deswegen, bitte, regt euch jetzt nicht darüber auf. Deabonniert mich von mir aus. Mir ist es eigentlich relativ egal. Ich meine, ich habe es natürlich verdient, weil ich kann euch nicht einfach so Leute löschen, denken sich jetzt viele. Aber es geht. Es muss sein, es muss sein, es muss sein. Ja. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Und wenn ihr mich nicht versteht, dann tut es mir nochmal leid. Ich kann nicht mehr sagen, als tut mir leid. Ich mache es euch nicht mehr rückgängig. Ich werde euch auch nicht mehr annehmen, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt oder drum winselt. Bitte nehme ich an oder so. Es geht nicht. Ich mache es nicht. Ich werde auch meine Einstellungen jetzt ändern. Mal zeige ich euch jetzt, dass ihr mich nicht mehr annehmen könnt. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber ich gucke jetzt mal hier. Das ist okay, gut, das geht anscheinend nicht. Ich mache das später. Aber ich werde es einstellen, deswegen wundert euch nicht. Zum Beispiel so Leute wie Elotrix, ja, oder Pizmeat, die werden doch nicht euch alle annehmen. Ihr versteht mich doch da. Die könnt ich, wenn ich mal irgendwie 1000 Abonnenten habe, was geht da denn ab, wenn ich euch da alle annehme und die anderen mich Nachrichten schreiben, bitte nehme ich an. Ich kriege jetzt schon pro Tag 10 Nachrichten, bitte nehme ich an, ich bin dein größter Fan und sowas. Ja, es mag sein, dass ihr euch als größten Fan einschätzt und ich glaube euch das auch, aber ich kann euch einfach nicht annehmen, es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. Ja. Damit ist es gesagt, ich habe einfach einen riesen Fehler gemacht, euch direkt anzunehmen am Anfang. Da war ich noch ziemlich unerfahren, hatte vielleicht 70 Abonnenten und war total froh, dass mich Leute mögen und Fame finden, ja. Okay, das war jetzt ein bisschen selbstverliebt gesagt, mich Fame finden, aber okay. Ich habe mich da sehr Fame gefühlt mit 70 Abonnenten. Ja, ich war für meine Verhältnisse Fame und ich habe euch alle angenommen und das war einfach ein riesen Fehler. Naja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht mich. Und ich plage euch jetzt nicht mehr weiter darüber zu reden. Zum Beispiel so Leute wie Effenator, ja? Ich spreche dich jetzt an, Effenator. Ich kenne dich und ich weiß, dass du mich auf Facebook hast. Und ich hoffe, du verstehst, dass ich dich nicht annehmen kann. Ich muss konsequent bleiben. Der Darf zum Beispiel, der bleibt in meiner Freundesliste, weil ich habe den schon, seit ich Little Big Planet habe, habe ich den in meiner Freundesliste. Und Little Big Planet ist von 2009. Oder 2008 schon sogar. Deswegen bleibt er bei mir. Und Leute, die mich erst wegen meinen Videos kennen, die können nicht bleiben. Geht nicht. Ist einfach nicht möglich. Ja. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Ich muss gerade mal einen kurzen Cut machen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es losgeht mit Uncharted. So, ich bin wieder da. Ja, ich würde sagen, wir schließen das Thema Freunde an. Ab, meine ich. Anschließen das Thema Freunde an. Ja, in die Steckdose oder was anschließen. Oh, doch, was für lahme Witze. Leute. Ja. Wir schließen das Thema PSN-Freunde ab. Es tut mir wahnsinnig leid, ich sag's nur oft genug. Und
Ich habe irgendwie sauer schlechte Gewissen gerade, aber ich mache es nicht rückgängig. Leute, vergesst es. Ich mache es nicht rückgängig, ihr müsst es akzeptieren. Wenn nicht, dann kann ich nichts machen. So. Wir haben die Themen so gut wie abgeschlossen. Wir gehen jetzt mal endlich hier in diese scheiß Spielvermittlung und machen das Labor. Das ist nämlich neu, relativ für meine Verhältnisse, weil ich noch kein Video davon gebracht habe. Ja. Ich persönlich hoffe, dass ihr versteht, dass ich dieses Spiel zum Kotzen finde. Es ist zum Kotzen. Dieses Spiel will mich verarschen. Es lässt die Leute ihren Spielfortschritt erkaufen, was ein Riesenscheiß ist. Ja, ihr könnt euch alles kaufen. Ihr könnt euch alles erkaufen. Das ist einfach voll gay. Und das ist einfach nicht mehr das, was es mal war, würde ich sagen. Es ist einfach nicht mehr das Spiel, das Uncharted, das man erwartet. Ja, und deswegen ist es einfach nur geil Gammelspiel geworden. Ja. Ich würde sagen, nicht mehr darüber aufregen, sondern wie soll ich das jetzt sagen? Keine Ahnung, wir machen jetzt einfach mal hier ein bisschen kommentieren. Gameplay und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie das Kommentieren verlernt. Merkt ihr das? Ich habe doch das Labor gemacht. Och nee. Ist jetzt hier keine Bühne? Schade eigentlich. Na egal. Auf jeden Fall habe ich das Kommentieren verlernt. Das habt ihr gerade wahrscheinlich gemerkt. Ich laber Scheiße ohne Ende und weiß nicht genau, was ich sagen soll und stocke ohne Ende und ja. Ich krieg einen Kotzreiz. Mein Penis tut weh. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Okay. Was ich noch sagen wollte. Vorab. Ich werde diejenigen umbringen, die denken, jetzt geht's eh nicht mehr, ich habe euch ja nicht mehr eine Freundesliste. Aber ich muss euch was erzählen. Da waren wirklich ohne Scheiß Leute, die kamen zu mir und haben gesagt, hey, können wir zusammen Gameplay machen? Ich will dabei sein. Habe ich dir gesagt, ja klar, können wir. Aber habe ich nicht gesagt, dass ich das spontan machen will? Und der dann so, ja, aber trotzdem. Ja, geil, denke ich mir dann so, trotzdem. Ja, ist natürlich eine geile Antwort, aber nein, mache ich nicht. Und der so hat dann protestiert und hat gesagt, ob ich nicht mal Gameplays machen kann, weil er Zeit hat, warum ich nicht mal Rücksicht nehme auf die. Und er dann so, ja, sonst deabonniere ich dich. Und ja, dann sage ich einfach mal so, denkst du, du interessierst mich, du Saftsack? Das ist so ein Gammel. Okay, was laber ich überhaupt für eine Scheiße gerade? Ich habe mich total verloren gerade. Was laber ich da für eine Scheiße? Was? Ey, wenn ich jetzt gerade mal so analysiere, was ich. Analysiere, ja. Was ich gerade so gesagt habe, habe ich gerade gesagt, dass das. Ach komm, Leute. Oh, Leute, Leute, Leute. Was ist hier denn los bei mir? Ich verliere gerade hier alle Orientierung. Ich glaube, ich hänge mich auf gleich. So. Gut. Nach dem Gameplay gehe ich mir. Ich spiel Glück. Alter, was ist das eigentlich für ein Scheißlabor? Naja, was ich sagen wollte. So, kam so ein Typ an, der hat gesagt, ja, ich habe heute Zeit, machen wir Gameplay. Sag ich nein. Sagt er doch, sag ich nein. Sagt er doch, sag ich, ey, hast du einen Schaden? Sagt er nein, aber du. Ja, auch geile Konversation. Der nächste sagt, können wir heute ein Gameplay machen? Sag ich nein. Und dann sagt er, warum? Sag ich ja, ich habe heute keine Lust und nicht so viel Zeit im Außerdem ist mein Internet weg. Dann sagt er, nein, sein Internet ist nicht weg. Dann sage ich, hä? Was laberst du? Natürlich ist mein Internet weg. Dann sagt er, nee, ich weiß es besser als du. Boah, hab ich auch so gedacht, joa, geil. Ist natürlich überragende Leistung, was der da bringt. Dass er weiß, dass ich mein Internet habe, aber ich hab's nicht und ich weiß es auch nicht und ja. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ich führe aus meinem Team, was mich total schockiert, weil ich überhaupt nicht. Ich spiele hier gerade mit dem Controller über meinem Kopf. Also ich halte gerade meine Arme über meinen Kopf, ohne Scheiß. Ich halte gerade mein. Warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das? Warum halte ich meine Arme in die Luft? Kann mir so einer erklären?
Oh nein, oh nein. Lult. Okay. Ja, 60 Minuten an Schaden sollen es werden. Ich bin jetzt gerade beim 30. Ich weiß gar nicht, wie das klappen soll. Egal, ich zieh's durch. Ich fühle mich aber irgendwie scheiße. Ich weiß auch nicht wieso. Egal. Ja, dieser Spielmodus ist echt irgendwie scheiße, muss ich sagen. Ich glaube, ich mach den mal weg. Gleich. Och, fick dich. Ich hoffe, ihr könnt euch alle erinnern, beziehungsweise ihr könnt mir alle folgen, was ich alles so eben erzählen musste oder erzählt habe. Schon wieder der, fick dich doch. Boah, kennt ihr das, wenn ihr eure Beine nicht mehr richtig spüren könnt? Boah, das ist echt voll schwul, ey. Fick dich. Ich sage jetzt so allen, fick dich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt wirklich sagen soll. Ich meine, ich habe jetzt so lange kein Gameplay mehr gemacht und mich auf Schule konzentriert, Oberstufe und so. Ist richtig scheiß schwer, muss ich schon sagen. Freut euch, dass ihr noch in der Mittelstufe seid. Naja, was ich sagen wollte. Ich hoffe. Nee, warte mal, hä? Was glaube ich da? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir selber nicht folgen. Ich kann mich an gar nichts erinnern, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber es ist so. Ich bin halt irgendwie nicht so gut drauf. Ich weiß gar nicht warum. Ja, TDT hat mir eine Freundesanfrage gesendet. Ich weiß, hab dich gerade gelöscht. Aber ich musste es tun. Ich hab's euch ja eben erklärt. Streammodus ist ja immer der größte Gammel. Scheiße, der Spielmodus ist echt scheiße. Ich gehe da jetzt raus. Oh. Fuck. The Winner oder was? Ey, kann er nicht Englisch? The Winner mit E. Mit E. The Winner. Oder vielleicht was auch extra ist. Die würde nämlich dagegen. Ja, ich hoffe übrigens, was ich nochmal sagen wollte, dass ihr euch auch wirklich meine Dings anschaut. Meine Abo-Specials, weil viele von euch haben überhaupt keinen Plan, dass es ein Vier-Competition ist. Und auch andere, die meine Info-Videos nicht gucken, die wissen natürlich auch nicht, dass mein Internet weg ist. Ich würde sagen, das ist ja euer selber Pech. Euer selber Pech. Euer alleiniges Pech. Fucken. Fucken, hab ich gerade gesagt. Sie haben verloren. Ich habe am meisten Kills von meinem Team. Ich check das mit dem Ergebnis nicht ganz. 13 und Ergebnis 11 Eliminierung. Eine Vorlage. Check ich nicht. Naja. Oh, was ist das denn? Was Neues? Kenn ich noch gar nicht. Ah, The Last of Us. Ach, ich glaube, ich kaufe mir das Spiel nicht. Ach, übrigens, kaufen an Spielen. Ich werde übrigens, weil ich schon mal ankündigen kann, wenn es irgendeinen von euch bockt, ich werde Let's Play Need for Speed Most Wanted. Das bald rauskommt. Ich werde Let's Play
Achso, ich wollte die doch raus. Nein, ich wollte die doch raus. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Hi, YouTube. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Hä? Wer ist denn Zuro Boy? Wer ist denn Zuro Boy? Haben sie noch gar nicht eine Liste? Und er sagt, hi, YouTube. Woher weiß er denn, was ich mache? Woher weiß er das? Ey, Alter. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Ich will hier raus. Ich hasse es. Okay. Also, ich werde nicht Most Wanted Let's Playen. Ich werde Far Cry 3 Let's Playen. Und... ich werde mir nicht for Speed. Call of Duty Modern Warfare 2. Das Original Modern Warfare 2. Ja, nicht das neue, sondern das Old School Ding kaufen. Von einem Freund. Und da Online Gameplays machen. Let's Play mache ich da jetzt nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Obwohl, vielleicht mal gucken. Auf jeden Fall werde ich das machen. Ich weiß schon so ein paar. Zum Beispiel Gisela von den Nines. Till. Wird das bestimmt gucken. Weil er hat das ja selber. Hat mit ihm letztens zum Beispiel ein Quickscope Duell gemacht. Was ziemlich lustig war, weil ich habe überhaupt keine Erfahrung und er ist schon irgendwie 10 des Prestige. Und ich bin, ja, Level 6. Ist ja auch geil. Ich wollte hier doch rausgehen, ich Idiot. Ja, auf jeden Fall, das mache ich dann noch. Die drei Spiele habe ich jetzt vor. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr da... ja, wenn ihr da... was ist da eigentlich los? Wenn ihr da mal vorbeischaut, bald. Was wollen die hier alle von mir? Geht doch kacken. Keugi, sende mir wieder eine Freundesanfrage. Ja, ich habe euch gerade gelöscht, es tut mir leid. Ich kann es nur oft genug sagen. Ist eigentlich noch irgendwas Neues? Ja, ich kann mal ein Turnierticket setzen, um die Spannung zu erhöhen. Und zwar in einem offenen Spiel, das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Offenes Spiel. Wisst ihr was, ich mache mal die Download-Inhalte ein. Kommen mal neue Maps. Und werde dann die ganze Suche überspringen, ne? Bis gleich. Ja. Ich bin wieder da, hab Download-Inhalte eingehabt und auf Team Deathmatch gewechselt. Jetzt kommen hier aber keine. Das check ich jetzt nicht ganz. Ich bin veranlagert gerade ein bisschen doof. Ich stall euch jetzt mir Sturm, ihr Sackfalten. So. Ja. Hier schreiben hier mich gerade die ganzen Leute an. Wieso löschst du mich? Oder. Nein, hat einer geschrieben. Ihr tut mir so leid. Nein, okay, wir wollen es nicht übertreiben, aber echt jetzt, es tut mir sau leid. Und ich kann es nicht ändern, es muss sein. Elotrix nimmt auch nicht seine Leute an, ihr kennt ja das Video Hard am Limit. Da sagt er auch, er hat doch schon Freunde, da braucht er keine Freunde. Ich brauche keine Freunde. Mensch, überleg doch mal. Nein, Spaß, also nochmal, um ernst zu bleiben, er nimmt ihn nicht an, weil er einfach eine Übersicht braucht und weil er sonst wieder Anfragen von lauter Leuten kriegt. Und, das kann ich... ich, ja, kann es nicht wirklich erklären. Das ist ein Let's Player, kann einfach nicht so viele Leute annehmen. Hier, Kolge, mit dem schreibe ich auch gerade. Und er versteht's, ja. Und ich fände es gut, wenn ihr alle so reagieren würdet wie er. Ihr könnt traurig sein, ja. Ich nehme es euch auch nicht übel, aber... bitte... akzeptiert das. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. So. Ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Es ist mir wieder entfallen. Ja, ich habe irgendwie lange nicht mehr Uncharted gespielt. Ja, und ich habe ein Ticket gesetzt, wie man hier rechts sieht. Und ich habe es lange nicht mehr gespielt. Das ist eigentlich ein totaler Fehler. Weil ich kann das gar nicht mehr. Ich werde jetzt so failen hier mit der M9. Wow, 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 wow. What the fuck? Oh, Leute. Wie viele Leute das sind. Alle Johann. Ist der. Ist ja auch geil. Wir probieren es ja immer ein bisschen mit Quickscopen. Quickscopen. Oh, fuck. Oh, der hat meine geile Maske. Der hat meine geile Maske. Warum muss man die eigentlich kaufen im Store? Das finde ich voll scheiße. Thank you.
schlecht, ey. What the hell? Oh, ja, genau! Alter, lutsch mir den Sack, du Zwerg. Sowas könnte ich, bei sowas könnte ich kotzen. Ja, ja, ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße. Scheiße. Oh, ihr seid scheiße. Geht doch verrecken, ihr Lochratten, ey. Junge, wie viel hocken denn da rum von diesen Mistviechern? Scheiße. Ich, boah. What the fuck? What the fuck? Junge! Junge! Alter, was geht denn hier ab? Ja! Alle Johann! Mann! Gott, oh Gott, oh Gott, was da los ist da oben? Geschützt und ich. Ja, ja. Oh, genau. Steh 10 Jahre daneben und wirfst du trotzdem nichts. Oh, da liegt gar keine Waffe. Keine T-Bone. Sind sie nicht mehr ungeschützt? Oh, Mann. Ich weiß, ich könnte gerade kotzen. Also irgendwie ist heute nicht so mein Tag in Uncharted. Der hilft ja auch dem Team sehr stark. Also ich glaube, sein Einsatz, der ist wirklich grandios. Guck mal, wie viel der hier macht. Ja, Leute, ja, kommt doch gleich zu 20 auf mich zu. Wieso Kanalratten sind das, ey? So ganz kleine, winzige Kanalratten, die man eigentlich mit dem Fuß zertreten könnte, ihn dann aber so stark beißen, dass du vergiftet wirst und verreckst. Ja. Der war wieder unlustig, aber trotzdem. Powerplay für die Schurken in. Schurken fügen Bettenstahl zu. Ha, die explodiert neben meinen Spenden. Nicht getroffen. Also das Spiel kackt echt rum hier. Das kackt echt richtig rum. Das finde ich ziemlich scheiße. Genau, ich nehme jetzt hier die Pack. Die Pack 80. Ist ja auch geil. Loch zurück. Jetzt komme ich wie ein Geschütze. Ja, du, die Pack bringt schon was. Da so viele Leute rumgabbeln.
geht so jetzt nicht. Oh, wir haben Turnier. Ich habe ein Turnier. Oh, guck mal. Ich habe ein Turnierticket gesetzt und wir verlieren 41 zu 19. Ist ja geil. Hey, ich habe einen Rückstoß. Ich werde dich hören. Baller den eh. Schießen auch noch meine Teamkameraden auf mich, ey. Ja! Ah, steck dir doch einen Finger in den Po, du scheiß Pedo-Gesicht. Ist geil. Also, wenn man nur noch zu dritt da ist mit einer KD, ich glaube, ja, von fast 0,5, ist das natürlich grandios. Muss man schon sagen. Besser geht's nicht. Oder? Seht ihr doch auch so. Ja, sie sind weg. Ich habe gesiegt. Okay, was heißt gesiegt? Okay, nein, habe ich nicht, aber okay. Ja. Spieler gefunden. Wenn es jetzt die gleichen sind, dann lasse ich den Gollum los, du. Nee, ist nicht die gleichen, glaube ich nicht. Nein, es sind die gleichen. Oh. Oh. Gollum mag keine Fische. Oh, Junge, ich kriege gleich einen Kohldampf. Einen Kohldampf? Nein, das hat was mit Hunger zu tun. Der Hungerdobel. Komm, wir spielen hier mal ein bisschen auf Syrien, hoffe ich mal. Komm, nur ein für Syrien, stimmt ja. Schon ein bisschen Schneipern und nicht auf Buchhaus kann man auch, Leute. Leckt mir doch den Anus. Den Anus, den Anus. Oh, der heißt Daft Punk. Daft Punk ist geil. Stumm, stumm. Ja. Ah, es läuft nicht so gut heute. Es läuft einfach nicht so gut. Aber na gut. So ist es nun mal. Und ich werde ganz bestimmt nicht nur mal von vorne anfangen. Ja, der Ring, der sich dreht. Jetzt habe ich noch die M9. Ist ja klasse. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Ich war schon so lange nicht mehr hier. Auf dieser Map. Ja, aber ich weiß nur ungefähr, wo es lang geht. Sieht man ja. Komm, schieß deine Patrone. Mach die platt von hinten. Mach ihn doch mal platt jetzt. Bist du doof wie Scheiße? Ich stehe hier gerade in der Zwickmühle und du machst ihn nicht platt? Hab ich jetzt falsch? Oder ist er schon tot? Oh, wahrscheinlich schon. Nee, doch, ja. Da ist er doch. What the fuck? What the fuck? Alter, alter, alter. Junge, was hier abging. Und ich habe nicht mal mitgemischt, weil ich zu feige bin. Ist ja auch geil. Mensch, 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 Mensch. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt noch erzählen soll. Ich habe alle Themen im Vorfeld gesagt. Das hätte ich eigentlich, glaube ich, nicht machen sollen.
nein, nein, nein! Nein, oh. Der Mann der Schurken ist markiert. Ausschalten. Wow! Dreck! Warum von links? Warum von links? Warum nicht von unten? Oh, Junge! Alter! Das ist richtig geil, wie es hier läuft. So ein Drecksgame. Aber wenn man das mit so Dingen wie Battlefield oder Modern Warfare vergleicht, ist ja schon ziemlich dumm. Was war das denn? Krieg ich dafür keinen Kill? Hallo? Krieg ich jetzt dafür einen Kill, bitte? Ah. Doch, hab ich. Nee, hab ich. Ey, Junge, was mich jetzt. Oh, was soll denn das? Egal. Ja, Schrottpistolen rumnoben. Oh, falsche Richtung. Hallo, hallo. Hallo, wo sind denn die ganzen? Da ist doch ein Saftsack. Hey, du Saftsack. Du bist ein Saftsack. Du Saftsack. Junge, nein, nein. Junge, fress Scheiße, du Pisser. Das könnte ich kotzen, wenn die alle so übermächtig gut sind. Nein. Die. Nein. Die. Übermächtig gut sind, ja, und dann. Oh. Mann. Uncharted ist scheiße geworden. Das war voll viel geiler. Es ist nicht mehr das, was es mal war. Naja, damit müssen wir uns abfinden. Yo, Mann, ich kann mit meiner Nase nicht erzeugen. Oh, oh, nee, kann ich nicht. Och ja. Och ja. Ja. Och ja. 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 Ist gebongt. Ja. Genau, tritt der Chloe in den Arsch. Das gefällt er doch. Boah. Hab nicht einmal Zeit, hier seiner Granate nachzuschauen, du. Kommt dann wieder der Attila. Geil, hast du gerade gesehen, ey. Dumm die ist. Selbstmord. Selbstmord. Powerplay für die Helden in. Was war das denn? Schurken sind ungeschützt. Ich weiß nicht. Das kommt von alleine. Oh, von hinten, Alter, hast du mich gerade erschrocken. Nein, nein! Oh, 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 was ist das denn? Ach, Leute, was war das denn eben? Ich bin so dumm. Mein Gott. Och jo, ich laufe auch noch genau rein. Der kann mir mal die Achselhaare lutschen.
ja, oh ja. Junge, Junge. Alter. Junge. Ich glaube, es hackt jetzt. Ich glaube, es hackt. Jetzt hole ich nur einen Hackeball hier raus. Was ist ein Hackeball? Ich hab den Arsch. Wieso habe ich eigentlich einen Hackeball? Das fand ich ganz cool. Zum Beispiel ein Tomahawk wäre geil. Ein Tomahawk, Junge. Das wäre es jetzt hier. Ich bin so schlecht geworden, ey. Ich bin so schlecht. Nur mit Mikro kann ich. Nur mit Mikro. Von hinten staubt der kleine Wichs ab. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich nehme das hier alles jetzt nochmal ein bisschen lockerer. Ich glaube, denke mal, das ist angebracht. Oh, ich krieg die Kotze, Rita, ey. Ich bring sie alle. Ich komme zu dir nach Hause. Wichs in den Popo. Und dann mache ich Dirty Sanchez. Wow, knapp. Wow. Ja, mit deinem Motorradhelm da. Ah ne, ist ja ein Weltraumhelm. Aber also sieht eher aus wie ein Motorradhelm. Guck mal. Die Medaille hole ich mir jetzt, dann habe ich sofort kommen. Auch wenn es nur noch 3 Kills sind bis zum. Toll, 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 der killt mich ja jetzt eh. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck you! Sie haben verloren. Ein Match mache ich noch, ein Match. Wenn ich da so eine schlechte KD habe wie da jetzt. Geil. 3 zu 11. Ah ja, eine KD. Unter 0,5. Ich glaube, ich habe 0,3 oder so. Einfach nur zum Heulen. Ja. Ich hasse dieses Spiel. Und Let's Plays trotzdem. Wir setzen wieder ein Ticket. Wenn jetzt wieder die gleichen Spiele kommen, dann Kopf ab. Ja. Ich stelle mich hier mal eine Noob-Klasse, damit ich einigermaßen mithalten kann. Kommt auf eins, was für Gegner kommen. Ja, Prestige 5, Level 75 im mit Stern. Ich glaube, ich sollte mir eine Noob-Klasse machen. Eine richtige Noob-Klasse. Ich guck mal welche. Ich glaube, ich kann die. Zuflucht, Zuflucht! Oh, ganz klar, Zuflucht. Ah, was nehme ich da für eine Klasse? Fuck, 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 da kann man nicht so eine Noob-Klasse nehmen. Scheiße! Was gibt's hier eigentlich noch? Kall? Ja, ich kann eigentlich nur Kall nehmen, aber ich hab die noch nicht. Failure. Dann bleib ich bei der 9. Was will ich mit Schatzsucher? Oh, ich hab noch gar nichts. Ja, il a bouffé un petit journal local. Et tu vas voir. Et ça, c'est mon ancien directeur central. Rückstoß ausdauern, als Rückstoß nehmen wir. Müssen wir für hierfür übrigens. Für hierfür. So, ich muss mal gucken. Noch, ich muss Level 43 werden, damit ich Waffenexperte habe, ne? Oder 45. Oh Junge, ich habe ein Ticket gesetzt und spiele gegen. Ja, Mann, ich spiele zusammen mit dem 75er. Im 5. Prestige. Prestige, Prestige. Ich bin wieder gut drauf, Leute. Ich bin wieder gut drauf. Der Dring. Der Ring, der Ring, er dreht sich, der Ring, er dreht sich. Oha, oha, wir ficken uns an der Pro-Gegenseite. Joha, oha. Okay, nee, das machen wir hoffentlich nicht. Shit! Granatwerfer. Hammer nice, Jungs, hammer nice. Wow.
Nein, wieso? Wieso, wieso? Junge, wie schnell er mich gekillt hat. Eine Sekunde. Kommt hin. Ja, Kinodatei hat er mir gesendet. Das ist gut. Aus meinem Clan, der. Der kommt da rein. Ey, guck mal, wo ich stand und wo der stand, ey. Hä? Ist ja auch lustig, du ziehst den runter und der fliegt nach hinten, oder was? Was ein verpacktes Game. Meine. Junge, ich verteidige sie auch noch und du killst mich. Oh, ey, Junge, das gibt's nicht. Nein, Junge, er muss auch noch nachladen, ich bin so schlecht und kann ihn killen. Oh, ich bin der Schlechteste mal wieder. Oder ich bin Zweiter aus meinem Team. Oha, ich habe sogar mehr Kills als er. Oha! Was denn hier los? Komm, ein bisschen Hillbilly-Shuffle. Wow! Okay, gut, das war jetzt eben unnötig, dieses Geräusch, aber egal. Guck mal, wir führen. Führer! Wir sind die Führergruppe! Was baut sich Hitler an seinen Mofa? Einen doppelten Vergaser. Den checkt jetzt, glaube ich, nicht. Wow! Okay, der war gerade saunötig. Ich bin wieder gut drauf, Leute. Und das zum Ende des Gameplays, das passt ja gut. Meine. Wer hat die sich geklaut? Wer du? Bist du lächelnd aufgezogen? Oha, wie ich hier abstaube, meine ich. Ein Herabstauber unterwegs. Ich hab immer Schiss, sofort Kaboom einzusetzen. Und von hinten kommt vielleicht nicht. Elle est parfait, la Cougar, là. Wo ist der? Wow! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm. Ich setze sofort Kaboom ein und kill mich selbst damit. Junge, darüber kann ich nur lachen, ey. Traurig sowas. Traurig. Wieso ich kein Gegner? Ich hab noch 10 Sekunden. 10 Sekunden. Leute. Leute. Der war geil. Oh, Leute. Wieso killt der mich denn jetzt? Was soll denn das? Jetzt kassieren die Gegner dafür einen Kill. Glaube ich jetzt nicht. Ja, springen Abgrund, das verdient. Ah, nee, der war das. Ah, oh, fuck. Geil. Junge, wenn ich jetzt verliere. Okay, 32, 27. Ja, 4 Kills. 5 Kills Abstand. 4 Kills, ey. Wie komme ich denn auf 4 Kills? Jetzt sind es 4 Kills. Jetzt sind es 4 Kills.
wieder 5 Kills. Jetzt sind 6 Kills. Ist ja geil. Komm schon, High Five. Ah, Zeit weg. Komm, tanz mit mir den Ententanz. Oh, hier kann man hoch, das konnte man früher nicht. Bei Uncharted 2. Ich hab eine Granate. Wow! Ich wollte gerade zielen. Und gucken, wo ich eine Granate hinwerfe. Der hat gerade einen Salto da hinten gemacht. Geil. Ein Flip. Flip. Oh mein Gott. Ich glaube, so langsam komme ich wieder rein. Wir führen mit 4 Kills, ey. Wir bleiben irgendwie die ganze Zeit in dieser Abstand. 4 bis 6 Kills vielleicht. Oh, die machen alle Saltos. Was für Künstler, du. Was für Künstler. Doch, so ein Künstler. Ein Künstler. Ich muss euch was erzählen. Also ich bin ja also ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass man in der Oberstufe Kurse hat. Und in den Kursen hast du halt keine Klassengemeinschaft mehr. Das heißt, du hast keine Klasse, sondern ganz viele verschiedene Klassen quasi in jedem Kurs. So, und in meinem Kurs heute in Rallye haben wir darüber gesprochen, warum heißt der Papst eigentlich entweder Paul, Benedikt oder Johannes? Ich weiß es nicht. Vielleicht der Johannes, weil er einen kleinen hat und damit angeben will. Oder... weil sie einfach ausländerfeindlich sind, mal wieder, und sich nicht Erdogan nennen oder Ahmed oder... Ja, wieso gibt's eigentlich keinen Papst Ahmed Wahidi und mit dritten Namen Erdogan und dann eine Zahl der 25.000ste oder so? Oder warum heißen die eigentlich nicht Papst Austin Reimann Tyson 09 Games Gear? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Oh, warum tue ich R2? Ich weiß nicht. Oder weiß nicht, Papst Typo 41. Aber die sind alle ausländerfeindlich, diese Nazis. Nazi! Nein, Spaß, okay, wir wollen jetzt nicht über hier die Religion reden und erst recht nicht die Päpste beleidigen. Päpste sind cool. Päpste sind chillig, Päpste fahren in gepanzerten Wagen rum und Päpste sind geil drauf. Ja, deswegen nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das gesagt habe. Ich wollte lustig sein, war es aber nicht. Mal wieder. Brr, das Leben ist scheiße. Ja, Mann, wir gewinnen. Hoffe ich doch. Ja, 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 ja. Oha, oha. Leute, wieso? Was soll der Kack? Nein, ich spawn jetzt nicht bei dem. Ich spawn jetzt woanders. Ja, Mann, das passt doch. Bumm! Letzter Kill gemacht! Letzter Kill gemacht! Letzter Kill gemacht! Okay. Ich würde sagen, das Gameplay ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass es mal eine Stunde war. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse wegen den Freunden, die ich löschen müsste. Ja. Ich würde sagen, Medaillenpunkte kassiert. Turnierpunkte meine ich, kassiert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Diesmal habe ich ja Internet, also in einer Woche wieder. Wenn es wieder heißt, Game with Germany spielt Uncharted 3 Drake's Drecks Game. Tschüss, Leute, bis dann.